Liebe Landsleute, liebe Freunde unserer siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft. Ich begrüße Sie sehr herzlich zum Heimattag der Siebenbürger Sachsen 2021, den der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland erneut für Sie über die digitalen Kanäle veranstaltet. Unsere Partnerstadt Dinkelsbühl, in der wir uns gerade befinden, muss zum zweiten Mal in Folge auf die vielen tausend Heimattagbesuche verzichten. Zusammen sind wir Heimattag. Unter dieses Motto haben wir das diesjährige Pfingsttreffen gestellt. Auch wenn wir physisch nicht gemeinsam feiern können, so sind wir zumindest via Bildschirm alle digital miteinander verbunden. Lassen Sie uns zusammen an diesem Pfingstwochenende das Beste draus machen und unsere Gemeinschaft auf diesem Wege pflegen. Sehr herzlich begrüße ich hier im Dinkelsbühler Spitalhof den Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl, Dr. Christoph Hammer, die erste Bürgermeisterin, Frau Nora Engelhardt und Herrn Stadtrat Klaus Huber. Hier im Spitalhof begrüße ich auch eine kleine Abordnung der Dinkelsbühler Siebenbürger Sachsen. Schön, dass ihr alle da seid. Und ja, wir sind auch alle negativ getestet. Für uns bedeutet der Spitalhof Kultur, Tradition, Geselligkeit und Lebensfreude. Heute tummeln sich hier keine Hunderte von Gäste bei Baumstitzel oder Mitsch. Sie bahnen sich auch nicht den Weg zu den Ausstellungen oder kulturellen Ereignissen im Konzertsaal und Spitalgewölbe. Aber die Zeit wird kommen, in der das wieder so sein wird, hoffentlich wieder im kommenden Jahr 2022. Wir feiern heuer einen ganz besonderen Heimattag. Vor genau 70 Jahren, zu Pfingsten 1951, fand in Dinkelsbühl der erste Heimattag der Siebenbürger Sachsen statt. Das große Pfingsttreffen ist für unsere siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft weltweit das wichtigste Ereignis. Nicht nur für uns in Deutschland, auch unsere Landsleute in Österreich, Kanada, den USA und Siebenbürgen sind mit eingebunden. Hier in Dinkelsbühl zeigen wir zusammen, dass auch eine über Meere und Kontinente verstreute Gemeinschaft zukunftsfähig ist. Um uns schlingt sich ein allumfassendes Band der Eintracht, so wie es in der letzten Strophe des Siebenbürgenliedes heißt. Jung und Alt bilden gemeinsam den Heimattag. Vor 70 Jahren war es hier nicht anders als beim letzten vor Ort stattgefundenen Heimattag im Jahr 2019. Hermann Schlant berichtete 1951 in der Siebenbürgischen Zeitung, ich zitiere, um es vorwegzunehmen, das Erfreulichste in Dinkelsbühl war der Gleichklang der Herzen. Er stellt sich wohl leicht im Festestrubel der sich Wiedersehenden her. Wie recht er hatte, so ist es auch heute noch. Über 4000 Siebenbürger Sachsen waren beim ersten Heimattag dabei, in der Nachkriegszeit, die vom Wiederaufbau des Landes geprägt war. Wie sich unsere Geschichte entwickeln würde, konnte damals niemand ahnen. Durch den Exodus von 1990-91 leben heute die meisten Siebenbürger Sachsen in Deutschland. Die junge Generation ist vorwiegend in Deutschland geboren und sozialisiert. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich der Heimattag weiterentwickelt, ohne seinen ursprünglichen Charakter einzubüßen. Rund 20.000 Besucher fanden sich in den letzten Jahren zu Pfingsten in Dinkelsbühl ein und hoffentlich werden sie es 2022 auch wieder tun. Der Heimattag
in unserer Partnerstadt ist und bleibt auch in Zukunft unsere zentrale Jahresveranstaltung, die unsere verstreut lebende Gemeinschaft Kraft und Halt gibt, in der wir unsere Werte, Kultur und Traditionen pflegen. Wichtig ist, dass unser Verband an der Basis wirkt und dass unsere Gemeinschaft tagtäglich in all ihren Facetten gelebt wird. Die Nachbarschaftspflege, die uns jahrhundertelang in Siebenbürgen geprägt hat, kennzeichnet uns auch heute an unseren neuen Wohnorten, wenn auch in einem geänderten Maß. Das hat die Nachbarschaftspflege in Corona-Zeiten in unseren Kreisgruppen bestätigt. In dieser Zeit, in der Präsenzveranstaltungen nicht möglich sind, pflegen wir den Kontakt zueinander in vielfältiger Weise. Die digitalen Kanäle helfen uns dabei und werden unser Verbandsleben sicherlich auch nach Corona ergänzen. Wir wünschen uns aber, dass wir uns bald wieder in größerem Maße treffen können. Denn eine Umarmung, ein Händedruck können in digitaler Form nicht ersetzt werden. Die Eröffnung des Heimattags möchte ich nutzen, um die Politik an zwei große Anliegen unseres Verbandes zu erinnern. Vor einem Vierteljahrhundert, 1996, wurden die Renten für Aussiedler aus Rumänien und den Staaten der ehemaligen Sowjetunion stark gekürzt. Die Landsmannschaften der Deutschen aus Russland, der Banater Schwaben und Siebenbürger Sachsen setzen sich in den letzten Jahren verstärkt dafür ein, diese Ungerechtigkeit zu beseitigen. Wir wissen, die Aussiedlerbeauftragten von Bund und Ländern an unserer Seite. Dafür sind wir dankbar. Ich fordere die maßgeblichen Stellen der Bundespolitik mit Nachdruck auf, diese Rentenungerechtigkeit bei Aussiedlern zeitnah zu beseitigen. Mit Einführung der Grundrente Anfang 2021 wurde zwar ein kleiner Schritt in diese Richtung getan, um die Not der Betroffenen teilweise zu lindern. Aber der große Schritt, um diesen Fehler der 90er Jahre zu beseitigen und alle Betroffenen mit einzubeziehen, steht noch aus. 2021 ist ein Wahljahr und damit eine gute Gelegenheit, diese Ungerechtigkeit endgültig zu beseitigen. Ein anderes großes Anliegen unseres Verbandes muss von den rumänischen Behörden gelöst werden. Die Restitution enteigneten Gemeinschaftseigentums an die Evangelische Kirche und das Deutsche Forum in Rumänien ist noch lange nicht abgeschlossen. Ebenso wenig die Rückgaben oder Entschädigungen von früherem Privateigentum an unsere Landsleute. Die weltweite Föderation der Siebenbürger Sachsen hat kürzlich in einer Resolution Rumänien aufgefordert, mehr als 30 Jahre nach Ende der kommunistischen Diktatur dieses ungelöste Kapitel für die zahlreichen Antragsteller zu einem positiven Abschluss zu bringen. Dieses fordern wir mit Nachdruck. Wir kehren zurück zu unserem Heimattag. Ich freue mich, stellvertretend für den Verband hier in unserer Partnerstadt sein zu dürfen und bitte Dr. Christoph Hammer, Frau Bürgermeisterin Engelhardt und Herrn Stadtrat Huber um Ihr Grußwort. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, liebe Siebenbürger-Gesellschaftliche Freunde, jetzt kommt der Gruß aus Dinkelsbühl. Mich begleiten heute zwei aus dem Rat, unsere Bürgermeisterin, die Frau Nora Engelhardt und unser Stadtratskollege und Fraktionsvorsitzender der größten Fraktion, Klaus Huber. Und Nora, du hast ja die Siebenbürger Sächsische, muss ich sagen, jetzt seit Jahrzehnten mehr oder weniger in dich eingesogen und du lebst es ja richtig mit. Ja. Ich hatte ja auch eine gute Vorgängerin. Ich hatte die Hildegard Beck als Vorgängerin und von der habe ich sehr viel gelernt. Liebe Siebenbürger Sächsinnen und liebe Siebenbürger Sachsen, ich darf Sie auch heuer wieder recht herzlich im Namen des Oberbürgermeisters, kann ich ja heuer nicht sagen, er ist ja dabei, begrüßen. Es freut mich ganz arg, dass der Herr Rainer Lehne wieder zu uns gekommen ist, leider wieder in digitaler Form. Ich hatte ja eigentlich letztes Jahr mehr oder weniger versprochen, dass wir uns heuer wieder alle zusammen in der Schranne treffen, hier auf diesem Platz treffen. Leider sind wir die Einzigen heute hier, wieder Corona-Regeln. Es tut uns sehr leid. Wir hätten es wirklich sehr, sehr gerne gehabt, wenn Sie alle heute oder wenn wir uns alle heute wieder in den Armen liegen könnten und unser Siebenbürgerlied singen könnten. Leider ist es nicht so. Dafür habe ich heuer unseren Oberbürgermeister mitgebracht und der Klaus spricht zuerst das Grußwort. Klaus, mein ja. Stadtratskollege. Liebe Nora, lieber Christoph, liebe Freunde in Siebenbürgen und aus Siebenbürgen. Vor 25 Jahren, ziemlich genau heute,
vor 25 Jahren war eine meiner ersten Stadtratssitzungen. Und zwar zusammen mit dem damaligen Bundesvorstand der Siebenbürger Sachsen. Und der damalige Bundesvorsitzende Volker Dürr hat uns dann eingeladen, doch nach Siebenbürgen zu kommen. Und dieser Einladung sind wir dann 2 Jahre später auch sehr gerne nachgekommen und hatten insbesondere die Ehre, deinen Kollegen in Hermannstadt kennenzulernen. Kollege ist gut, ja. Für den Fall, dass du politisch noch was vorhast, der Klaus Johannes war damals derjenige, der uns begrüßt hat und der, so wie der Herr Bundesvorsitzende heute, auch ein paar politische Grüße hatte und der damals gesagt hat, zum einen freut er sich darüber, dass die Situation in Rumänien, anders als in Jugoslawien, eine sehr friedliche zwischen den unterschiedlichen Nationalitäten ist. Er freut sich auch, dass es hoffentlich einen Weg der Rumänen nach Europa gibt. Und er freut sich, dass die Sachsen sowohl in Deutschland als auch in Rumänien so gut angesehen und so beliebt sind. Und ich hatte dann Tränen in den Augen, als er zum Präsidenten gewählt wurde. Und er war dann, einige Jahre später, lieber Christoph, dein Gast in einer Zeit, als dann, ausgehend von der Sitzung vor 25 Jahren, die Städte Dinkelsbühl und Schäßburg beschlossen haben, Partner zu werden. Und ich erinnere mich auch noch sehr gut an die Stadtratssitzung. Die war hier vorne im Konzertsaal. Rechts neben mir saß der Bernd Fabricius. Und wir haben dann einstimmig beschlossen, ja, wir wollen nicht nur Freunde, sondern auch Partnerstädte sein. Und lieber Bernd, viele Grüße jetzt nach Berlin in den Deutschen Bundestag. Wir drücken dir die Daumen und möchten dich, wie vor einigen Jahren, gerne wieder als Abgeordneten des Deutschen Bundestages als Dinkelsbühler besuchen. Nächstes Jahr trinken wir hier wieder den Wein vor der Goldenen Rose. Christoph. Herr Klaus, herzlichen Dank. Also ich denke, bei Nora und Klaus sieht man auch, dass wir nicht nur hier stehen und ein x-beliebiges Grußwort halten oder Grüße sprechen, sondern dass wir mit dem Siebenbürgen-Sächsischen, mit dem Karpatenbogen, mit denen, die wir seit 70 Jahren als Gäste und Freunde begrüßen, eng verwurzelt sind. Jeder von uns hat seine eigenen Erfahrungen gemacht auf vielen, vielen Reisen. Und normalerweise, wenn wir Pfingst jetzt hier stehen würden, dann würde es hier dieses Brummeln haben und alle würden sich freuen und aus der ganzen Welt zusammenkommen. Das, was wir so unheimlich schätzen. Und obwohl wir heute tolle Begleiter haben, das darf ich auch mal sagen, ja, an der Spitze den Rainer Lehni als Bundesvorsitzenden, die Masse fehlt natürlich schon, das muss man sagen. Dieses Eigentümliche, dieses im positiven Einfallen nach Dinkelsbühl, dieses Besetzen der Stadt, diese quasi Schlüsselübergabe von mir am Samstag immer in der Schranne und dann dieses Laufenlassen, diese Gespräche, die wir führen, den Empfang dann am Samstagabend, den Umzug am Sonntag und dann den Fackelzug natürlich. Wenn wir dann oben am Segringer Tor zurückschauen und diese Fackeln in der Segringer Straße sehen und die Knabenkapelle geht voran. Und dann wissen wir sind in einer anderen Zeit. Und wenn wir uns oben dann beim Gedenkmal dann wiederfinden und dann von ausgewählten Persönlichkeiten besinnende und besinnliche Worte hören, dann ist es bei vielen, die kommen und die über Jahrzehnte den Heimattag erlebt haben in Dinkelsbühl, immer so ein positives Déjà-vu. Und wir fragen uns, wo ist die Zeit geblieben? Und vieles verändert sich und dieser Heimattag, der steht so felsenfest. Jetzt haben wir 70 Jahre und zweimal feiern wir ihn anders. Und ich darf sagen, wir vermissen das. Wir vermissen unsere Freunde und die Gespräche. Und Rainer, ich darf dir sagen, ich habe es dir vorhin gesagt, wenn wir reingegangen sind, das war im zweiten Jahr, wo ich Oberbürgermeister bin, da haben die alle auf der Tribüne gewartet. Es beginnt ja immer mit dem traditionellen Empfang in der Rose. Wir richten momentan die Rose für euch her, für nächstes Jahr. Für 20 Millionen, das wird ein perfektes Hotel werden. Und dann haben die alle gewartet in der Rose und der OB, der kam nicht und kam nicht. Und die Hildegard Beck war ganz nervös und saßen auf der Tribüne, wo ist der OB? Und dann durfte ich mit mir, mit dem Trachtenmantel, der siebenbürgisch-sächsischen Tracht, dann einmarschieren und mit Hut natürlich. Und die Hildegard Beck hat dann zu mir gesagt, das magst du mir nicht nochmal, das war das erste und das letzte Mal. So eine Aufregung packen wir nicht. Und das sind so viele Erinnerungen. Auch muss ich sagen, wenn wir im Karpatenbogen sind, wir haben jetzt mehrere Fahrten gemacht. Ich bin selber vor wenigen Jahren mit dem Rad durch Rumänien durchgereist.
Und wir waren jetzt immer irgendwie so total beeindruckt. Und mit der Zeit hat man das Gefühl, jedenfalls geht es uns dreien so, wenn wir nach Rumänien in den Karpatenbogen kommen, wir kommen irgendwie nach Hause. Und das, was wir momentan erleben mit dieser Corona-Krise, das wirft so einiges aus der Bahn. Wir feiern Heimattag zusammen in Dinkelsbühl, obwohl wir nicht zusammen sind. Wir müssen die Traditionen halten, weil es weitergeht. Aber trotzdem vermissen wir viel. Und ich darf jetzt einmal sagen, auch an die Botschaften, die von den Heimattagen immer nach außen gehen, die christlichen Botschaften, der Sonntag beginnt ja traditionell mit dem Gottesdienst in St. Paul. Dieses Miteinander, dieses Menschliche, dieses Wo sind unsere Werte? Das stellt uns natürlich Corona momentan schon auf eine ganz schwierige Herausforderung und Probe auch. Und diese Werte, stellen wir jetzt auch fest, die gibt es so im Absoluten immer dann ganz gut, wenn es uns gut geht. Und wenn wir vor Herausforderungen stehen, dann schaut es schon anders aus. Dem einen geht es um die Kinder, dem anderen um seine wirtschaftliche Existenz, dem Künstler um seinen Auftritt, mir als Politiker muss ich sagen, um meine Stadt, um die Sozialgemeinschaft und die nur in den Frieden. Und plötzlich ist dieses gemeinsame, verbindende Band schon auch auf die Probe gestellt. Und ich darf auch sagen, wir sprechen letztendlich natürlich auch von Einschränkungen, von Grundrechten, das uns gerade mit der Vergangenheit, die wir erlebt haben, in den Zeiten gerade von 33 bis 45 oder man kann sagen von 1914 bis 1945 extreme Probleme bereitet. Wo gehen diese Freiheiten hin? Wir haben uns das alles erkämpft. Und ich darf sagen, ein Rechtsstaat und eine Demokratie beweist sich nie in guten Zeiten. Und christliche Werte beweisen sich immer in Zeiten der Herausforderung. Und deswegen darf ich sagen, wir müssen die Botschaft auch der Heimattage nach außen tragen und zu sagen, gerade in diesen schwierigen Zeiten, so wie wir es heute hier auch versuchen, müssen wir uns beweisen, in schwierigen Zeiten, dass Demokratie, christliche Werte, Freiheitsrechte, Grundrechte, dass die letztendlich auch in schwierigen Zeiten bewahrt werden und dass wir nicht den Blick vor den anderen verlieren. Und das tun wir oftmals, auch in diesen Zeiten. Und dieses Motto, wir sind Heimattag, zusammen nach dem Motto, gemeinsam sind wir stark. Es ist auch nicht nur die, die in Deutschland leben, müssen gemeinsam stark werden. Gerade die Siebenbürger Sachsen leben Kanada und sie leben Amerika und viele Länder, die sich hier wiederfinden. Und deswegen muss man auch sagen, bei der Frage, wer wird wann geimpft und wer kriegt welche Freiheiten wieder, besteht eben diese Welt nicht nur aus Nordamerika und Europa, sondern letztendlich auch aus Asien und aus Ländern wie Indien, die immense Probleme haben. Und deswegen nach der Botschaft, auch der christlichen Botschaft der Heimattage der Siebenbürger Sachsen aus Dinkelsbühl muss es auch heißen, auch in Zeiten der Pandemie muss es eine weltweite Verbundenheit geben und nicht der eine gegen den anderen. Gemeinsam sind wir Heimattag und gemeinsam sind wir eine Welt. Und vielleicht müssten wir Corona auch da heranziehen, um uns da nochmal zu prüfen, ob wir alle wirklich die richtige Einstellung haben, ob wir noch ein bisschen Luft nach oben haben, um das zu verbessern. Ich sage jedenfalls euch ein herzliches Grüß Gott in Dinkelsbühl wieder. Wir machen jetzt dann noch einen siebenbürgisch-sächsischen Umtrunk, das gehört dazu, und essen ein bisschen und trinken ein wenig und vor allem wir reden miteinander, weil ohne das direkte Gespräch, neudeutsch face to face, wissen wir, dass nichts überbleiben wird und überleben wird. Das macht uns Menschen aus. Wir sind ein soziales Wesen und deswegen brauchen wir soziale Kontakte. Und wir nützen den heutigen Abend gerne und lassen uns dafür mit euch zusammen am Tisch nieder, dass wir mit euch miteinander reden können. Herzliches Grüß Gott und gute Tage in Dinkelsbühl. Gehen wir mal. Thank you.
Ich lade Sie nun ein zu einem bunten Programm, das die Verantwortlichen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland und unserer Jugendgliederung der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland SJD auf die Beine bzw. ins Netz gestellt haben. Wir bieten Ihnen eine Mischung aus Live-Übertragungen und Aufzeichnungen. Für jede und jeden wird etwas dabei sein. Wir hören und sehen in diesem Jahr Beiträge aus allen Verbänden, die zur weltweiten Föderation der Siebenbürger Sachsen gehören. Dafür danke ich unseren Partnerverbänden in Siebenbürgen, in Österreich, in Kanada und in den USA. Einen herzlichen Dank richte ich auch an die Heimatkirche, die Heimatortsgemeinschaften, an die Gemeinschaft Evangelischer Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben, Radio Siebenbürgen und die Karl-Wolf-Gesellschaft für ihre Mitwirkung und Unterstützung dieses Heimattags. Zudem wird der digitale Heimattag 2021 vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen gefördert, aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales. Mein herzlicher Dank geht an alle am Programm Beteiligten. Stellvertretend nenne ich die Webmaster von siebenbürger.de, die wieder eine brillante Leistung liefern. Wenn Ihnen das Programm gefallen hat und Sie noch nicht Mitglied sein sollten, dann treten Sie bitte unserem Verband bei. Oder werben Sie für neue Mitglieder in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis. Unterstützen Sie mit Ihrer Mitgliedschaft unsere Gemeinschaft, denn nur zusammen sind wir Heimattag und Verband. Ich wünsche euch glücklich Föstern, einen heuschen Heimattag, und bleibt alle gesandt. Wir sehen uns am nächsten Jahr wieder hei an Dinkelsbühl. Zum digitalen Heimattag der Siebenbürger Sachsen grüße ich Sie herzlich aus Nordrhein-Westfalen. Sehr gerne wäre ich wieder zu Ihnen nach Dinkelsbühl gekommen. Doch leider ist es auch in diesem Jahr nicht möglich, die schöne Tradition des Heimattages so zu pflegen wie früher, mit persönlichen Begegnungen, Gesprächen und dem gemeinsamen Feiern. Das ist durch nichts zu ersetzen, das ist mir sehr bewusst. Aber zusammen sind wir Heimattag. Ich finde, dieses Motto passt in diesen Zeiten ganz hervorragend. Hinter uns liegt ein Jahr voller Herausforderungen. Ein Jahr des Verzichts auf ein normales Leben und ein Jahr voller neuer Erfahrungen. Wenn wir aber eines gelernt haben, dann das. Nur zusammen sind wir stark und so werden wir es auch gemeinsam schaffen, diese Pandemie zu überwinden. Und es bleibt wichtig, dass Jung und Alt nicht nur in der Krise zusammenhalten und zusammenstehen. Sie zeigen, wie das geht. Die siebenbürgisch-sächsische Jugend hat sich sehr engagiert, damit der digitale Heimattag auch in diesem Jahr
mit seinem vielfältigen Programm stattfinden kann. Dafür danke ich allen Aktiven sehr herzlich. Das ist zugleich ein ermutigendes Zeichen dafür, dass der Verband der Siebenbürger Sachsen jung und lebendig bleibt. Nordrhein-Westfalen und die Siebenbürger Sachsen sind seit über 6 Jahrzehnten eng miteinander verbunden. 1957 haben wir die Patenschaft für den Verband der Siebenbürger Sachsen übernommen. Und darauf sind wir stolz. Viele von Ihnen haben nach 1945 in Nordrhein-Westfalen eine neue Heimat gefunden. Mitgebracht haben Sie eine reiche und vielseitige Kultur. Sie sind ein Gewinn für unser Land, ein Land, das sich seit seiner Gründung vor 75 Jahren für Völkerverständigung, für eine friedliche Gesellschaft und ein starkes Europa einsetzt. So wurden auch Sie zu Brückenbauern zwischen Kulturen und Nationen und so gilt für uns, zusammen sind wir Nordrhein-Westfalen. Ich wünsche Ihnen einen schönen digitalen Heimattag und ein frohes und gesegnetes Pfingstfest. Ein herzliches Grüß Gott und willkommen zum Siebenbürger Sachsen-Tag. Digital. In Zeiten von Corona geht es leider nicht anders. Aber trotzdem will ich meine Grüße als bayerischer Ministerpräsident, Freund und Mitglied der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen übermitteln. Seit vielen Jahrzehnten bin ich Mitglied und ich bin es gerne. Die Siebenbürger Sachsen sind eine großartige Gemeinschaft. Großartig deswegen, weil Kultur, Werte, Tradition gelebt werden. Die alte Heimat, an die wird erinnert. Die Treffen der Siebenbürger Sachsen sind immer auch ein Treffen von Familie. Ein Austausch. Wie war es damals? Wie geht es dir? Das Zusammenkommen der Generationen. Sehr, sehr vorbildlich. Es ist aber auch ein Bekenntnis zur neuen Heimat. Das, was die Siebenbürger Sachsen so ausmacht, dass sie echte Europäer sind. Sie denken europäisch, sind Brückenbauer für Freiheit, Demokratie und das Zusammenwirken. Das ist ein ganz wichtiger Beitrag. Sie vermitteln der neuen Heimat, was Werte sind, die in der alten Heimat zusammengewirkt haben. Und umgekehrt wirken sie heute auch wiederum hinein in die alte Heimat, um dort Demokratie voranzubringen. Rumänien ist ein Land mit vielen Problemen, aber auch mit ganz großen Chancen. Und gerade der Präsident Iohannis ist einer der unseren, einer aus der Landsmannschaft sozusagen, der schon viele Preise bekommen hat, weil er jemand ist, der zusammenführt, weil er jemand ist, der für Ehrlichkeit steht, eben nicht für Korruption und jemand ist, der auch sich bekennt zu seiner entsprechenden Heimat. Und das ist etwas ganz Besonderes. Und das Letzte, was an diesem Tag immer so wichtig ist, es ist auch ein Bekenntnis eben zu Freiheit, zu der Freiheit und zu der Freude, die dahinter steht. Und deswegen liebe Grüße an Bernd Fabricius und alle Freunde und Freunde, die dahinter stehen. Ich bin immer so gern dabei. Ich freue mich auch wieder, wenn die großen Feste stattfinden, auch bei mir zu Hause in Nürnberg beim Sommerfest. Vor allen Dingen muss ich sagen, neben den großartigen Aufführungen und Tänzen, das sehr, sehr gute Essen. Darauf freue ich mich ganz besonders. In diesem Sinn, alles Schöne, ein schönes Pfingsttreffen. Thank you.
Meine Damen und Herren, liebe Landsleute, es ist mir eine ganz besondere Ehre, heute zum Heimattag der Siebenbürger Sachsen ein Grußwort übermitteln zu dürfen. Ich überbringe die besten Grüße unserer Bundeskanzlerin, Frau Dr. Angela Merkel, und von unserem Bundesinnenminister Horst Seehofer. Es ist mir aber ein Anliegen, auch ganz persönlich Grüße zu übermitteln. Der Heimattag der Siebenbürger Sachsen ist ein Festtermin im Jahreskalender eines jeden Siebenbürger Sachsen, also auch von mir. Das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat verfolgt mit seiner Heimatpolitik, deren Umsetzung auch mein Anliegen ist, einen sehr modernen Ansatz einer inklusiven Gesellschaft, in der die Siebenbürger Sachsen selbstverständlich ihren Platz haben. Es geht darum, Rahmenbedingungen für ein gedeihliches Zusammenleben zu schaffen. Genau das, was die Siebenbürger Sachsen die letzten über 900 Jahre ihrer eigenen Geschichte gemacht haben. Der Heimattag wird in Dinkelsbühl seit 1951 gefeiert. Wir haben also einen Jubiläumsheimattag. Wir feiern in diesem Jahr 70. Geburtstag. Ich wünsche dem Heimattag deswegen alles, alles Gute. Ich wünsche dem Heimattag eine lange Zukunft und der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft noch viele, viele Jahre mit ihrem Heimattag. Das Motto, das Sie ausgesucht haben in diesem Jahr, zusammen sind wir Heimattag, steht wie kein anderes für das Wesen der Siebenbürger Sachsen. Sie sind eine Gemeinschaft. Sie halten zusammen im Alltag, im gesamten Jahresablauf und selbstverständlich auch am Heimattag, ihrem wichtigsten Fest im Jahr. Ich möchte daher Danke sagen. Danke dem Verband, der diesen Heimattag ermöglicht hat. Danke allen Mitwirkenden, die ein reiches kulturelles Programm, digitale Formate, sehr viel Kreatives ermöglicht hat. Einfach damit wir Siebenbürger Sachsen an dem Heimattag Gemeinschaft leben können. So soll es auch weiter sein. In diesem Sinne alles Gute und einen wunderschönen Heimattag. Sehr geehrter Herr Beauftragter, lieber Bernd Fabricius, sehr geehrte Frau Ehrenvorsitzende, liebe Frau Daniel, sehr geehrter Herr Bundesvorsitzender, lieber Herr Leni, sehr geehrter Herr Landesvorsitzender, lieber Herr Kloß, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Jetzt treffen wir uns schon zum zweiten Mal nicht in Dinkelsbühl, im wunderschönen Dinkelsbühl, sondern bei einem digitalen Heimattag. Das heißt, die meisten von uns haben sich jetzt seit über einem Jahr nicht gesehen. Das Gleiche gilt für mich. Im Januar 2020 habe ich das letzte Mal Ihre Geschäftsstelle in München besucht. Aber auch wenn wir uns seitdem nicht persönlich treffen konnten, haben wir oft miteinander gesprochen. Digital miteinander gesprochen. Es ist viel geschehen in den 15 Monaten seit Beginn der Pandemie. Das neu gegründete Kulturzentrum der Siebenbürger Sachsen in München hat längst Fahrt aufgenommen. Und auch in das Thema Fremdrente ist endlich Bewegung gekommen. Bayern hat ja über den Bundesrat durchgesetzt, dass sich die Bundesregierung jetzt mit dem Thema befassen muss. Es ist nicht leicht. Aber ich darf Ihnen versichern, gemeinsam mit Bernd Fabricius wird sich der Freistaat weiterhin für unsere Aussiedler einsetzen, um hier eine gerechte Regelung zu finden. Außerdem habe ich gute Hoffnung, dass das vorerst meine letzte Videobotschaft sein wird und wir uns im Sommer wieder persönlich sehen werden. Ich freue mich sehr auf die vielen Begegnungen dann mit Ihnen, wobei ich mich ganz besonders auf Ihre Chöre und Ihre Tanzgruppen freue. Ihr Motto heißt heuer, zusammen sind wir Heimattag. Das ist ein großes Leitmotiv. Es belegt das große Zusammengehörigkeitsgefühl der Siebenbürger Sachsen und dass man gemeinsam alle Schwierigkeiten überwinden kann. Ich finde es beeindruckend, was Sie in dieser schwierigen Zeit geleistet haben. Nach der Pandemie ist Ihre Landsmannschaft stärker und auch viel besser vernetzt als je zuvor. Noch etwas hat die Digitalisierung eindrücklich bestätigt. Sie sind eine weltweite Gemeinschaft. Weit über die alte Heimat Siebenbürgen und die neue Heimat in verschiedenen Teilen Deutschlands und vor allem in Bayern hinaus leben Sie überall auf der ganzen Welt. Ob in Kanada oder den USA, in Australien oder Südamerika, die Siebenbürger Sachsen haben überall die Liebe zur Heimat bewahrt. Sie pflegen ihre Traditionen und Bräuche und schaffen so ein Gemeinschaftsgefühl, das seinesgleichen sucht. Liebe Freunde,
Gleichwohl freue ich mich natürlich, dass besonders viele Siebenbürger Sachsen bei uns in Bayern sind und hier eine neue Heimat gefunden haben. Sie haben dieses Land bereichert und tragen Tag ein, Tag aus zu seinem Wohlergehen bei. Ich danke Ihnen für Ihr großes Engagement und dafür, dass Sie das großartige kulturelle Erbe Ihrer Heimat nicht nur pflegen und bewahren, sondern auch weitertragen. Ich bin sehr stolz darauf, Sie darin unterstützen zu dürfen. Nun wünsche ich von Herzen noch einen erfolgreichen digitalen Heimattag mit vielen guten Gesprächen. Genießen Sie den Austausch und das Zusammensein. Ich freue mich auf viele zahlreiche Begegnungen, hoffentlich im Sommer mit Ihnen. In diesem Sinne bleiben Sie gesund und auf nächstes Jahr in Dinkelsbühl. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Liebe Siebenbürgerinnen und liebe Siebenbürger, lieber Herr Leni, vor der Patenschaftsurkunde des Landes Nordrhein-Westfalen mit Ihrem Verband sitzen, grüße ich Sie recht herzlich hier aus Düsseldorf. 1951 wurde der Heimattag in Dinkelsbühl zum ersten Mal durchgeführt und jetzt, 70 Jahre später, 2021, wird er wieder durchgeführt, leider nur digital. Ich glaube, wir alle haben uns im letzten Jahr, das habe ich auch in meinem Grußwort zum Ausdruck gebracht, etwas anderes gewünscht. Nichtsdestotrotz ist Ihnen wieder gelungen, ein sehr interessantes Programm zusammenzustellen und ich wünsche Ihnen viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich sitze hier gerade vor einer Karte von Honterus gemacht, von Siebenbürgen, habe auch noch mal reingeschaut in 60 Jahre Verband der Siebenbürger Sachsen in ihre Festzeitschrift, was auch noch mal sehr gut dokumentiert, was Sie in diesen 70 Jahren geleistet haben, nicht nur an Ihrem Heimattag. Und deswegen grüße ich Sie in größter Verbundenheit hier aus Nordrhein-Westfalen, Ihrem Patenland, und wünsche Ihnen alles Gute und uns gemeinsam einen tollen digitalen Heimattag. Ihr Heiko Hendricks. Thank you.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Siebenbürgerinnen und Siebenbürger, ich melde mich aus Hermannstadt, aus der Geschäftsstelle des Siebenbürgenforums. Vor einem Jahr hatte ich mein Grußwort zum damaligen Heimattag mit folgenden Worten geendet. Wenn der Heimattag in Dinkelsbühl stattfinden kann, dann wird sicher auch das große Sachsentreffen im August in Hermannstadt möglich sein. Soweit meine damalige Aussage. Trotz des vorsichtigen Wörtchens wenn am Anfang, enthielt dieser Satz die Hoffnung, dass es so sein würde. Von solchen Gedanken haben wir längst Abschied genommen. Der Heimattag findet wieder virtuell statt und das große Sachsentreffen haben wir zuerst auf 2022, dann sogar auf 2024 verschoben. Was ist aber jetzt in Siebenbürgen? Alles gerät in Bewegung, man löst sie aus der Starre, es werden Pläne für die Zeit nach der Pandemie gemacht. Eine Zeit, die bald anzubrechen scheint. Wir, die Siebenbürger in Siebenbürgen, sind voller Hoffnung, dass wir uns bald wieder in größerer Anzahl treffen können. Und wir bilden Widersätze mit wenn. Wenn in den Städten die angekündigten Großveranstaltungen im Sommer dieses Jahres stattfinden können, dann steht auch unserem Sachsentreffen im Herbst nichts entgegen. Gemeint ist das gewöhnliche, jährliche Sachsentreffen, das diesmal in Großau für den 17. und 18. September geplant ist. Aus dem kommenden Jahr 2022 wurde das große Sachsentreffen aber nicht ersatzlos gestrichen. Gemeinsam mit unseren Partnerverbänden aus Deutschland und Österreich, den Jugendverbänden und der Evangelischen Kirche, wollen wir unter dem Titel Siebenbürgischer Kultursommer eine dezentrale, flexible Veranstaltung anbieten, über die wir bald Einzelheiten bekannt geben wollen. Zusammen sind wir Heimattag. Mit diesem Motto hat der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland für das heutige Fest eine gute Wahl getroffen. Das Zusammen und das Wir erlauben es auch uns in Siebenbürgen, uns dazu zu zählen und mitzufeiern. Da der Heimattag virtuell ist, geschieht das umso leichter. Jeder fühlt sich an seinem Ort Teil unserer Gemeinschaft und freut sich, dabei zu sein. Im Namen des Siebenbürgenforums wünsche ich allen ein frohes Fest. Heimattag kann überall sein, liebe Landsleute. Ob hier bei mir in Altmünster am Traunsee am Gmundnerberg oder überall dort, wo unsere Landsleute zu Hause sind. In den USA, in Kanada, in Siebenbürgen, in Österreich, in Deutschland, wo wir jedes Jahr den Heimattag in der Kreisstadt Dinkelsbühl zusammen feiern. Zum zweiten Mal schon in Folge feiern wir diesen digital. Und wir wollen uns das nächste Jahr wieder gemeinsam treffen können. Blicken wir positiv in die Zukunft. Nutzen wir die Zeit, um mit der Familie zu verbringen und die Natur zu genießen. Ich überbringe die herzlichsten Grüße unserer Landsleute aus Österreich und freue mich auf neue Begegnungen, die wir bald wieder haben werden. Euer Bundesobmann Schuller Manfred. Hello everyone, my name is Denise Crawford and I am the president of the Alliance of Transylvanian Saxons in the United States of America. I am very proud to represent the ATS and to be able to be a part of your digital Heimattag. I send greetings on behalf of our board of directors and our fellow Saxons in America. Traditions can create a bond that comes from the feeling that you are part of something unique and special. Our Transylvanian Saxon heritage is very special, and those traditions are proudly on display this weekend. Our Saxon organization in the United States is 119 years old. Back in 1902, the ATS was founded. We have organized groups in the five states of Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, and Pennsylvania. Our members, however, are spread out all over the country. Donations from our membership have recently been sent to Germany for Schloss Horneck, the Social Works des Siebenbürger Sachsen, and the Saxonia Stiftung in Rosenau.
So even from our side of the Atlantic Ocean, our American Saxons are remembering the people and traditions of Transylvania. We congratulate the Verbande Siebenbürger Sachsen in Deutschland for the opening of the new cultural center in Schloss Horneck this past year. We also mourn, along with you, the death of Dr. Wolfgang Bonfert. We look forward to resuming our North American Heimattag, which we host in alternating years with our Saxons to the north in Canada. We also look forward to resuming the cultural exchange schedule. We're ready to receive the group from Austria next year. And remember, even though we are always apart, we are always together. Have a wonderful weekend, and God bless the Transylvanian Saxons. Herr Bundesvorsitzender Rainer Lehni, liebe Landsleute, im Namen der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen und alle Siebenbürger Sachsen, die in Kanada wohnen, begrüße ich alle Landsleute und Freunde nah und fern. Unter dem Motto »Zusammen sind wir Heimattag« feiern wir zum zweiten Mal zu Pfingsten den Heimattag nicht persönlich in Dinkelsbühl, zwar digital. Die Corona-Pandemie hat uns alle schon mehr wie ein Jahr in eigenem Land und direkt in eigener Stadt und Haus stecken gelassen. Unsere Zusammenkunft mit Landsleuten und eigener Familie, bis auf die, die unterm selben Dach wohnen, ist nicht ratsam und auch nicht erlaubt. Nie hätten wir gedacht, dass so eine Pandemie die ganze Welt in Ausgangssperre setzen würde. Im März 2020 hat sich alles in der Welt geändert. Plötzlich kam unser normales Leben zu Ende. Alle Kulturveranstaltungen, Proben und Pläne für das Jahr 2020 wurden auf das Jahr 2021 verlegt. Die Hoffnung war, dass wir im Jahre 2021 wie normal wieder in unserem eigenen Familienkreis sowie mit unseren siebenbürgischen Veranstaltungen wieder fortfahren. Leider wissen wir alle, dass das Schicksal uns noch ein Jahr aus unserem Programmleben diese Hoffnung nicht erlauben wird. Mit der Entwicklung Vakzine und mit der Impfung der Menschenmasse weltweit hoffen wir doch für ein gesundes Jahr 2022, wo unsere Familien, Kulturleben und Kulturaustausch wieder genießen können. Durch Technologie können wir weltweit doch heute zusammenkommen, den Heimattag zu feiern. Wir aus Kanada wünschen allen ein gelungenes Fest und auch ein Covid-freies Jahr 2022. Dankeschön. Thank you.
Normalerweise wäre ich jetzt mit einer Portion Mitch in der Hand auf dem Weg vom Sportplatz zur Schranne, um mir das Nachwuchsprogramm anzusehen. Vermutlich hätte ich sogar schon einen Sonnenbrand. Lieber Bundesvorsitzender Rainer Lehni, liebe SJD-Mitglieder, liebe Landsleute. Seit einem Jahr nun stellt uns die Pandemie vor eine große Herausforderung. Wir konnten unsere Veranstaltungen nicht planen und durchführen, wie wir es normalerweise tun. Aber auch in dieser Krise haben die SJD und der Verband gezeigt, dass wir anpassungsfähig sind und zukunftsorientiert. Das sieht man allein schon an dem Programm für den diesjährigen zweiten digitalen Heimattag. Auch mit unseren Veranstaltungen sind wir auf Online-Formate umgestiegen. Sei es nun Podcasts, Spieleabende auf unserem SJD-Discord-Server, ein Online-Kinderfasching oder ein Line-Dance-Seminar als Ersatz für das Vorbereitungsseminar. Alles hat unseren Mitgliedern sehr gut gefallen und wir hatten eine Menge Spaß. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei allen Ehrenamtlichen und allen Bands für ihre Unterstützung und ihren Einsatz bedanken. Ohne euch wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Nichtsdestotrotz freuen wir uns schon auf die nächste Veranstaltung, wo wir uns endlich alle wiedersehen können. Ich denke, die Erfahrungen aus diesem Jahr haben uns geholfen, die SJD zu digitalisieren und für die kommenden Jahre zu wappnen. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß mit den weiteren Rednern und anschließend viel Spaß mit dem Programm, das wir für Sie vorbereitet haben. Bleibt gesund und bleibt dran. Liebe Landsleute, liebe Besucher des digitalen Heimattages, wer hätte das gedacht, dass wir den Heimattag zum wiederholten Mal ohne Festumzug, Ansprachen, ohne Veranstaltungen und ausgiebiges Beisammensein feiern müssen. Immerhin ist jetzt das Licht am Ende des Tunnels sichtbar und es besteht die gute Chance, dass wir manches, worauf wir zweimal verzichten mussten, im kommenden Jahr zu Pfingsten wieder aufleben lassen dürfen und unseren traditionellen Heimattag in bewährter Weise feiern und genießen können. 1951 fand der erste Heimattag ebenfalls in Dinkelsbühl statt und hatte sicherlich eine sehr große Bedeutung für die Siebenbürger Sachsen, die nach Kriegsende und Deportation hier sicherlich die Wiedersehensfreude genossen haben. Trachtenumzug, Tanz und kulturelle Veranstaltungen erinnern an die Heimat, aber sie erzeugen auch Wehmut, denn viele Landsleute lebten getrennt von ihren Familienangehörigen, der eine Teil in Deutschland, der andere in Siebenbürgen. Heute sieht es ganz anders aus. Die Familien haben zusammengefunden, die Freunde und Bekannte sind in der Nähe und die Gemeinschaft ist erfreulich gewachsen. Der eiserne Vorhang ist gefallen und wir leben in einem vereinten und friedlichen Europa. Das diesjährige Motto »Zusammen sind wir Heimattag«, der auch nach 70 Jahren seinen Charme nicht verloren hat, betont auf jeden Fall unseren Gemeinschaftssinn. Die positiven Spannungen im Vorfeld, das Herrichten der Tracht, die Vorfreude auf das Wiedersehen vieler Freunde. In diesem Sinne, liebe Landsleute, seien Sie zuversichtlich, dass dieses Ereignis im nächsten Jahr real stattfinden wird. Bis dahin wünscht der Verband der siebenbürgisch-sächsischen Heimatortsgemeinschaften alles Gute, bleibt alle gesund, zuversichtlich, froh und munter und freut euch mit uns auf ein baldiges, persönliches Wiedersehen. Glücklich feiert euch, Hochquader Herrlicht. Zusammen sind wir Heimattag. Liebe Zuschauer und Zuhörer, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe siebenbürgische Gemeinschaft, von wo immer ihr euch zugeschaltet habt, seid von Herzen gegrüßt. Leider müssen wir auch im zweiten Jahr in Folge uns mit einem digitalen Heimattag zufrieden geben. Diesmal haben wir mehr Zeit gehabt, diesen zu organisieren. Die ersten Erfahrungen wurden im letzten Jahr gesammelt. Dies lässt sich nun sehen und hören, eben weil wir zusammen Heimattag sind. Früher wie im letzten Jahr hat der geschäftsführende Bundesvorstand sich zu diesem digitalen Heimattag entschlossen. Dies begrüßen wir außerordentlich und versuchen nach Möglichkeit dieses Vorhaben zu unterstützen. Wir, die Karl-Wolf-Gesellschaft, der Siebenbürgische Wirtschaftsclub in Deutschland, bringen unseren Beitrag in diesem Jahr mit dem Programmpunkt zur Feier zum 50-jährigen Jubiläum des Hermann-Oberth-Museums in Feucht.
Es ist nicht mehr ein ganzer Nachmittag mit vielen Themen rund um die Wirtschaft, hoffen aber mit dem in Erinnerung rufen oder bringen der Leistungen unseres Landsmannes, Wissenschaftlers und Raketenpionier Hermann Oberth, der es schon in früher Zeit geschafft hat, durch seine kühnen Berechnungen den Weltraum ein Stück näher zu bringen und entscheidend seinen Beitrag zur Ermöglichung des ersten bemannten Fluges zum Mond zu bringen. Dadurch ist er wie kaum ein anderer Siebenbürger Sachse weltbekannt geworden. Auch wenn ich im letzten Jahr noch voller Hoffnung war, dass wir dieses Jahr uns wieder wie gewohnt in Dinkelsbühl treffen würden, so ist dieser Wunsch hoffnungslos geblieben. Ich gebe die Hoffnung nicht auf und hoffe, dass dies in 2022 in gewohnter Weise wieder feiern zu können und zu dürfen. Zu guter Letzt wünsche ich uns allen trotz der misslichen Lage ein frohes Pfingstfest, wenn auch der anderen Art, und als Trost das Dabeisein in digitaler Form. Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die einen Beitrag ermöglicht haben. Und zusammen sind wir Heimattag. Bleibt gesund. Werte Gäste, liebe Landsleute und Freunde, Schwestern und Brüder. Zunächst möchte ich euch allen seitens des Hilfskomitees, der Gemeinschaft Evangelischer Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben im Diakonischen Werk der EKD unsere herzlichen Grüße und Segenswünsche ausrichten. Unser diesjähriger Heimattag steht unter dem Motto »Zusammen sind wir Heimattag«. Dieses Motto könnte genauso gut über dem ersten Heimattag vor genau 70 Jahren stehen, wie auch über jedem unserer seither begangenen Heimattage. Denn das, was den Heimattag zum Heimattag macht, ist gerade dieses Zusammen, diese Gemeinschaft aller, die unsere Sprache sprechen, von unserer Tradition geprägt sind, unsere Werte leben und in unserem Glauben stehen. Beim ersten Heimattag ging es darum, ein Stückchen Heimat in der Fremde zu erleben, das Heimweh nach der verlorenen Heimat, in die man nicht zurückkehren konnte, miteinander zu teilen und sich gegenseitig ein Stückchen Heimat zu schenken. Man vergewisserte sich seiner Zugehörigkeit zu unserem Volk, zu seiner Geschichte, seiner Kultur, seinen Traditionen und unserer Kirche und damit seiner Identität. Im Unterschied zu damals fühlt sich heute die große Mehrheit unserer Landsleute hier in Deutschland zu Hause. Sie sind in diese Gesellschaft integriert und von ihr mitgeprägt. Das sind im Besonderen diejenigen von uns, die bereits hier geboren und aufgewachsen sind. Sie haben Siebenbürgen nicht mehr selbst erlebt und kennen das Leben in Siebenbürgen nur noch vom Erzählen her. Was ist dann der Grund dafür, dass auch diese vor allen Dingen jüngere Generation gerne am Heimattag teilnimmt? Ich denke, es ist das Interesse an ihren Wurzeln, aus denen sie erwachsen ist, und das Besinnen auf sie. Sie möchte diese Wurzeln kennenlernen und erleben, um sich von daher besser zu verstehen und zu definieren. Das Wissen um diese Zugehörigkeit kann, besonders in so bewegten Zeiten wie die jetzige, Halt und Geborgenheit geben. Und ich denke, dass wir es auch diesen Wurzeln zu verdanken haben, dass wir das hier geworden sind, was wir sind. Nun muss unser Heimattag auch in diesem Jahr wegen der pandemiebedingten Einschränkungen leider nur in digitaler Gestalt stattfinden. Es fehlt das, was ihn zum Heimattag in eigentlichem Sinn macht, die erlebte, leibhaftige Gemeinschaft, wie es auch das Motto zum Ausdruck bringt, Zusammen sind wir Heimattag. Wenn uns nun aber gerade das nicht möglich ist,
wie kann man dann noch von einem Heimattag sprechen? Ich denke, es kann ein Zusammen auch ohne leibhaftige Gemeinschaft geben. Es ist das eine Gemeinschaft im Geist, im Glauben, in der Liebe und in der Hoffnung. Das führt uns gerade die Pfingstbotschaft vor Augen. Konkret wird diese Gemeinschaft für uns als Bewusstsein der Zugehörigkeit zu unseren Überlieferungen und Werten, zu unserer Kultur und zu unserem Herrgott. Darin besteht zugleich unsere kollektive Identität. Dessen kann und soll uns auch ein digitaler Heimattag vergewissern. In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen guten und gesegneten Heimattag 2021 und gesegnete Pfingsten. Thank you.